erstes Video aus dem Inneren des Veranstaltungsortes. Das ist die Landesvertretung Schleswig-Holstein von innen und das ist Kerstin Meyerberger, Professorin in Hamburg. Und man muss ja sagen, wir sind jetzt hier auf dem Tag, wo MOOCs besprochen werden und irgendwie fällt auf, Hamburg macht überhaupt keine MOOCs. Was macht Hamburg? Ja, guten Morgen erstmal. Ja, Hamburg will ganz bewusst nicht sagen, wir machen auch MOOC, sondern Hamburg ist schon vor einem Jahr in der Konzeption einen Schritt vorausgegangen nach eigener Auffassung und hat gesagt, nein, wir machen das gleich groß und richtig. Wir machen eine Hamburg Open Online University und wollen die Idee der Open Education auch im Idealfall weiter ausreizen. Wir wollen versuchen, dass es ein Online-Angebot gibt für an akademischer Lehre oder an Lernen, akademischen Lernen interessierten Menschen, das von allen staatlichen Hamburger Hochschulen getragen wird und das langfristig ermöglicht, dort eigenständige, offene, freie Lernveranstaltungen zu besuchen. Wann kann man da was Konkretes erwarten als Endnutzer? Im Moment ist es so, dass die Hochschulen erste Kolleginnen und Kollegen gewonnen haben, die in der Konzeptions- und Umsetzungsphase sind, also gerade so am Übergang. Einige orientieren sich am Semesterrhythmus, aber das ist gar nicht die Grundidee, da lediglich Lehrveranstaltungen abzubilden, sondern es ist alles möglich im Moment. Man kann sagen, dass wir diesen Sommer oder diesen Herbst 2015 ein Mockup des Ganzen präsentieren wollen und ganz optimistisch im nächsten Jahr 2016/17 einen ersten Prototyp der virtuellen Lernumgebung haben wollen. Es geht explizit nicht darum, eine Plattform im Sinne eines Moodle oder anderen bekannten Learning Management Systems zu entwickeln, sondern eine ganz eigene virtuelle Lernumgebung, die es ermöglicht, Aufgaben, Personen, aber eben auch ganz bewusst offene, freie Bildungsinhalte miteinander zu vernetzen. Wunderbar. Dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß heute auf dem Konferenztag hier und wir verfolgen gespannt weiter, was die WHO macht. Also ihr sagt auch WHO, oder? Ja, wir sagen WHO und ich sage ganz bewusst WHO, damit das ein bisschen temporeicher klingt. Sehr schön. Alles Gute, vielen Dank, Kerstin Meyerberger. Danke.